So, meine Lieben, heute gibt es mal wieder ein neues Food Diary. Ich fange jetzt gleich mal bei Montag an. Es ist hiermit das 6. Food Diary. Und ich will euch gleich mal zeigen, was es Montag zum Frühstück gab. Ich habe hier ein bisschen ein lustiges Bild. Es gab Chia Pudding. Und dieses Bild ist, glaube ich, noch von meiner Eat It-Reihe mit Yamina und so. Es gab auf jeden Fall Chia Pudding, den habe ich mit Wasser. Also ich habe die Chiasamen mit Wasser angerührt und ein bisschen Stevia und das über Nacht dann im Kühlschrank gelassen und dann am Morgen mit Früchten gegessen. Mittags gab es bei mir Ofengemüse. Ich habe da einfach ein paar Gemüsesachen zusammengeschnippelt, wie zum Beispiel Pilze, Tomaten, Zucchini, Zwiebeln und das dann in so eine Tüte gemacht mit Essig, Öl und Kräutern und das dann so geschüttelt und dann in den Backofen bei, keine Ahnung, 180 Grad für circa eine halbe Stunde und das dann einfach so am Mittag und auch am Abend gesnackt. In dem Fall sind wir schon bei Dienstag. Am Dienstagmorgen gab es auch wieder was sehr Gesundes und zwar hatte ich hier einen grünen Smoothie mit Banane, Datteln und Sellerie. Also ich hatte die Blätter vom Sellerie und eine Selleriestange. War ziemlich gut. Ich muss nur mal lernen, noch ein paar Datteln, glaube ich, mehr reinzumachen, weil bei mir sind die Smoothies nie so süß, sondern eher, also man schmeckt schon eher das Grün raus. Dafür sind sie dann umso gesünder. Mittags gab es bei mir Zucchini-Nudeln. Ich habe dazu eine Soße aus Mandelmus gemacht mit Schnittlauch und getrockneten Tomaten. Am Abend hatte ich das dann nochmal vom Vortag, mein Backofengemüse. So, am Mittwochmorgen hatte ich ein Früchtebrot, das ich am Vortag gemacht hatte. Also ich habe natürlich nicht das ganze Früchtebrot gegessen, aber einfach zwei Scheiben. Und ich finde, das macht richtig, richtig satt, weil es ja richtig, wie soll ich sagen, voller Kohlenhydrate ist mit den ganzen getrockneten Früchten und Nüssen. Und es war echt absolut lecker. Und gerade jetzt im Winter ist es super, finde ich. Also es gibt auch echt viel Energie. Zu Mittag hatte ich was von Tachelan aus Singen und zwar gab es hier ganz schön angerichtet auf meinen Lernunterlagen, wie man sehen kann, so eine Gemüsesuppe mit bisschen Lauch drauf. Dazu gab es dann Kartoffelwaffeln und in diesem Tupperbüchschen da vorne ist noch Weißkrautsalat drin. Am Abend gab es dann Hummus mit Cashewkern, Paprika, Selleriestangen und Tomaten. Einfach zum Dippen. Finde ich eine sehr gute Mahlzeit für einen Abend, wenn man auch mal ein bisschen Low Carb essen will. Dann ist eigentlich so, glaube ich, die Kichererbsen das Einzige, was wirklich einigermaßen viele Kohlenhydrate hat. Also zum Vergleich, wenn man jetzt zum Beispiel eine Portion Nudeln essen würde oder Reis mit Gemüse, dann hätte man eindeutig mehr Kohlenhydrate. Und ich meine, es spricht ja nichts dagegen, aber wenn man schon über den Tag hinweg sehr viel Kohlenhydrate isst, dann kann man am Abend ruhig ein bisschen langsamer damit machen. Okay, Leute, dann geht's in ein paar Tagen weiter mit Teil 2. Bis dann!